Hey Leute, willkommen zur zweiten und letzten Folge zum L-Glutamin. Heute geht es darum, worin die Unterschiede zwischen den verschiedenen Sorten von L-Glutamin liegen, wie man L-Glutamin überhaupt am besten einnimmt und was eigentlich das Problem an dem Ganzen ist, bezogen auf den Muskelaufbau. Los geht's, viel Spaß! Wenn ihr euch mit L-Glutamin noch gar nicht befasst habt, dann schaut euch erstmal mein letztes Video an, in dem ihr hier klickt. Da erzähle ich erstmal, was L-Glutamin ist, was überhaupt die Wirkung davon ist, also was es bringt und für wen es geeignet ist. Wieder mal habe ich für euch eine PDF-Datei in der Videobeschreibung zusammengestellt. Die könnt ihr mit dem Download-Link kostenlos herunterladen. Da könnt ihr nochmal alles nachlesen über L-Glutamin, was es ist, was es bringt, wie ihr das einnehmt. Also der komplette Informationsstoff aus diesen beiden Videos. Viel Spaß damit. Wie bei den meisten Nahrungsergänzungsmitteln gibt es auch beim L-Glutamin viele Unterschiede. Zum Beispiel in der Konsistenz ist es sowohl in Kapselform als auch in Pulverform erhältlich. Die Kapselform ist hier meistens ein bisschen teurer als die Pulverform, aber die Pulverform gibt es einmal geschmacksneutral oder mit Geschmack. Geschmacksneutral, wie der Name schon sagt, schmeckt wirklich überhaupt nach gar nichts. Mit Geschmack ist dann natürlich wieder ein bisschen teurer. Ein Riesenproblem bei L-Glutamin, zu dem ich auch gleich noch komme, ist die Verfügbarkeit. Es gibt Produkte, die eine viel größere Verfügbarkeit, also eine größere Aufnahme vom L-Glutamin versprechen. Und damit werden die dann beworben und sind natürlich auch viel teurer. Die bringen wirklich überhaupt nichts. Diese Verfügbarkeit, dass es im Körper nicht zerfällt, kann einfach bei normalem L-Glutamin nicht verbessert werden. Dann ist es irgendwas anderes, aber nicht das, was man eigentlich nehmen will. Deswegen davon Finger weg, ihr gebt nur unnötig Geld aus. Die Hersteller werden natürlich wieder damit werben, dass es extra Glutamin für Frauen gibt und sonstiges, was natürlich auch wieder viel teurer ist, viel schöner verpackt ist und sonst was. Aber wieder mal nur Geldausgeberei. Aufgenommen wird es von beiden in gleicher Maßen, die gleichen Mengen, alles gleich, da gibt es keine Unterscheidung. Kommen wir jetzt zum interessantesten Teil, und zwar zum Problem von L-Glutamin. Grundlegend ist zu sagen, dass L-Glutamin eine extrem schlechte Verfügbarkeit besitzt. Das bedeutet, dass das L-Glutamin, was man eigentlich aufnimmt, kaum auch so im Körper ankommt. Letztendlich kommen von der gesamten Aufnahme nur 10-15% im Blut an. Dadurch ist L-Glutamin extrem schwer oral aufzunehmen, also durch den Mund, weil es auf dem Weg in den Körper spätestens in der Leber komplett zerfällt. Das Problem, was die meisten nicht wissen, ist, dass die Verdauung schon im Mund beginnt, weil ihr auch im Mund Schleimhäute habt. Das bedeutet, sobald ihr das L-Glutamin in euren Mund gebt, beginnt dieser Verdauungsprozess und es fängt schon an zu zerfallen. Ich habe mir bereits einige Studien durchgelesen, wo L-Glutamin an Menschen und an Tieren in Bezug auf Muskelaufbau getestet wurde. Das Resultat war hier ziemlich erschreckend, womit man einfach nicht gerechnet hätte, denn im Prinzip, wenn man wirklich diesen vollen Nutzen tragen will, müsste man sich L-Glutamin schon mit einer Spritze direkt in die Vene spritzen, damit überhaupt so die Wirkung ankommt, wie man es immer hört und wie man es eigentlich von den Herstellern versprochen bekommt. Die Geschichte hat auch ein kleines Happy End, denn es gibt eine Lösung, und zwar die sublinguale Einnahme. Sub bedeutet übersetzt unter, lingual bedeutet Zunge. Das bedeutet, man nimmt das Glutamin unter der Zunge ein. Ja, klingt schwierig. Viele kennen es vielleicht schon von Medikamenten. Es gibt oft so Tabletten, die man aus der Apotheke verschrieben bekommt. Die muss man auch sublingual nehmen. Und zwar tut man die dann unter die Zunge. Zunge runter, drauf und lässt diese auflösen. Der Trick ist, dass sich unter der Zunge die Hohlvene befindet. Und diese ermöglicht dem L-Glutamin oder den Tabletten oder was auch immer, dass eben das Medikament direkt in den Blutkreislauf gerät, sodass es gar nicht erst die Leber passieren muss. Durch die gute Gefäßversorgung hat sich die Tablette oder das L-Glutamin nach circa einer halben Minute bis einer Minute komplett aufgelöst. Das Ganze nennt man jetzt enzymatische Anreicherung. Nach diesen 30 Sekunden bis einer Minute könnt ihr natürlich nur mit Wasser nachspülen, denn es hat so ein bisschen mehligen, ekligen Geschmack. Trotzdem muss man sagen, dass jetzt dadurch auch nur so 40-50% im Körper ankommen. Aber das ist natürlich noch durchaus mehr als diese 10-15%. Das hat also einen extrem großen Vorteil trotzdem, wenn man das darauf runterbricht, weil mehr als das Doppelte letztendlich im Blut ankommt, wo es ankommen soll. Das war es aber noch nicht mit den Nachteilen. Nein, L-Glutamin ist dazu auch noch hitzeinstabil. Das bedeutet, nehmt es nicht zu euch, wenn ihr direkt danach ein warmes Schnitzel esst oder davor vielleicht eins gegessen habt, denn dann bringt es auch nichts, selbst wenn ihr es unter die Zunge tut. Die Wärme ist einfach da und es hat keinen Zweck. Es zerfällt. Ein weiteres Problem bei allen Nahrungsergänzungsmitteln ist der Zerfall in Wasser. Immer und immer wieder. Zu diesem Thema habe ich nur genau eine Studie gefunden. Die wurde 1993 erstellt und die zeigt uns, dass L-Glutamin seine volle Wirkung 24 Stunden lang im Wasser beibehält. Das bedeutet, erst nach Ablauf dieser 24 Stunden verliert es vielleicht einen kleinen Teil an seiner Wirkung,
Aber hier muss man sich wirklich keine Gedanken machen, wenn ihr zum Beispiel diese sublinguale Einnahme nicht machen wollt, das einfach mit ins Training nehmen wollt und schon von Anfang an ins Wasser reinklatscht. Es macht nichts, 24 Stunden volle Entfaltung, volle Qualität. Also kein Bedenken. Kommen wir jetzt zur Einnahme. Bei L-Glutamin braucht man nicht so streng vorgehen, wie es zum Beispiel bei Kreatin der Fall ist. Man sagt, die Einnahme kann sich so auf 10 bis 30 Gramm am Tag belaufen. Da sind einem wirklich keine Grenzen gesetzt. So ein normaler Einnahmeprozess sieht aus, indem man dreimal am Tag 5 Gramm zu sich nimmt. Die 5 Gramm sollten jetzt nicht so direkt hintereinander aufgebaut sein, sondern zum Beispiel morgens mal 5 Gramm, mittags nimmt man 5 Gramm, abends nimmt man 5 Gramm. Die Einnahme kann jetzt noch von Person zu Person sehr stark variiert werden. Zum Beispiel morgens nimmt man die 5 Gramm auf nüchternen Magen, ganz normal. Wenn man jetzt mittags extrem viel trainiert und weiß, es gibt mit Sicherheit Muskelkater, dann kann man sich auch mal 10 Gramm reinkloppen, das macht überhaupt nichts. Wenn man erkältet ist oder auch am Tag generell sich viel bewegt, viel trainiert hat, kann man auch abends unmittelbar vorm Schlafengehen nochmal 10 Gramm nehmen. Das macht wirklich jetzt keinen großen Unterschied. Da die Verfügbarkeit es eh nicht zulässt, dass alles ankommt und alles verwertet wird, muss man da eigentlich nicht so sparsam mit umgehen und kann, wie gesagt, auch öfter mal 10 Gramm nehmen. Wie ihr das L-Glutamin jetzt letztendlich einnehmt, ist euch überlassen. Ob in Kapselform oder in Wasser. Wenn ihr es mit Flüssigkeiten einnehmt, braucht ihr auch gar keine Bedenken haben mit was. Entweder ganz normal mit Wasser oder die meisten machen sich einfach direkt immer in einen Proteinshake mit dazu, wenn es sowieso geschmacksneutral ist. Ihr könnt es genauso gut in Fruchtsaft mit reinmachen. Ihr könnt es zusammen mit BCAA nehmen, zusammen mit Kreatin nehmen. Wenn ihr zum Beispiel noch mehr über Kreatin wissen wollt, könnt ihr auch hier nochmal auf die Videos aus meiner Kreatin-Reihe klicken. Da erfahrt ihr alles nochmal über dieses Supplement. Also das könnt ihr wirklich mixen, wie ihr wollt, zusammennehmen, wie ihr wollt. Das macht keinen Unterschied und hat keine Nachteile. Ich zeige euch jetzt nochmal zwei Wege, wie ihr das Ganze supplementieren könnt. Und zwar zum einen, was ich vorhin schon gesagt hatte, die sublinguale Einnahme. Hier habe ich jetzt das L-Glutamin einfach mal ohne großartige Verpackung. Man sieht es, es ist ganz normales weißes Pulver. Ich habe jetzt nicht die Kapselform. Ich habe hier einen ganz normalen Teelöffel, weil wenn man so einen Teelöffel nimmt, dann sind es einfach, kann man gut abschätzen, 5 Gramm. Bei der sublingualen Einnahme, habe ich ja schon erwähnt, ist es jetzt so, dass man dieses L-Glutamin unter die Zunge nimmt. Das bedeutet, Zunge hochklappen, L-Glutamin drunter und 30 Sekunden bis eine Minute warten. So, das L-Glutamin hatte sich jetzt schon fast komplett aufgelöst. Dann einfach mit Wasser nochmal nachspülen, den restlichen Kram, was noch unter der Zunge hängt, kann man dann einfach runterspülen. Das war die sublinguale Aufnahme, die es quasi ermöglicht, eine höhere Verfügbarkeit zu haben. Jetzt nochmal die typische Aufnahme. Wie ich schon gesagt habe, das macht nichts, wenn man mal 10 Gramm pro Portion einnimmt, weil die Verfügbarkeit sowieso so schlecht ist. Dann nehme ich mir hier wieder einen Löffel voll, 5 Gramm circa, tue das in mein Wasser. Gut, gehe auch noch ein bisschen was daneben. Mal ein bisschen umrühren. Und es reicht schon, ist ja sowieso nicht viel, die 5 Gramm. Und dann einfach trinken. Ich lasse unten immer noch so ein bisschen Wasser drin, schwenke das nochmal durch, dass ich auf jeden Fall alles erwische und dann den Rest. Und fertig. Kein Hexenwerk. Bei der Einnahme muss man auch nicht so genau sein wie beim Kreatin. Wenn ihr jetzt mal einen Tag überhaupt kein L-Glutamin einnehmt, dann macht es auch nichts. Oder zwei Tage, oder wenn ihr im Urlaub seid und mal eine Woche. Wenn ihr das absetzt, das macht überhaupt nichts. Es ist nicht wie beim Kreatin eine Kur. Ihr könnt auch jeden Tag unterschiedlich viel nehmen. Da gibt es keine Unterschiede. Beim Kreatin wirklich jeden Tag 5 Gramm. Aber hier, wenn ihr dann am einen Tag 30 Gramm nehmt, am anderen 10 Gramm, am nächsten vielleicht gar nichts und dann wieder 30, macht es keinen Unterschied. Wir nähern uns schon wieder dem Ende des Videos und jetzt gibt es nochmal für euch ein paar useless Facts. So, los geht's. Wie wir eben gelernt haben, sind 2 Teelöffel L-Glutamin richtig gut für den Körper. Aber 2 Teelöffel Botox reichen aus, um die ganze Weltbevölkerung zu vergiften. Also das ist wirklich extrem krass. Ich habe das gelesen, ich weiß jetzt nicht, inwiefern das stimmen kann. Ich meine, über 7 Milliarden Menschen. Aber wenn da was dran ist, auf jeden Fall Hut ab, ey. Das Zeug hat Wirkung. Wenn man das Wort Schwabbelmasse hört, verbindet man damit wahrscheinlich vieles, aber nicht das, was jetzt kommt. Und zwar, wenn ihr hochspringt und wieder landet, dann dämpfen eure Muskeln den Sprung und schützen quasi damit euer Gelenk. Und hier agieren die Muskeln als Schwabbelmasse.
Ja, das Wort gibt es wirklich und das ist genau auf die Muskeln bezogen. Also heißt es pumpen, damit die Gelenke geschont werden. Das war der zweite Teil meines Glutamin-Videos. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Ladet auch meine kostenlose PDF-Datei in der Videobeschreibung runter. Da gibt es auch nochmal alle Informationen vom ersten Video. Das erste Video findet ihr nochmal hier unten. Da erzähle ich einfach nochmal, was Glutamin ist und vor allem, was es bringt, was es für verschiedene Wirkungsbereiche hat. Und wenn ihr mehr über die Einnahme von Kreatin erfahren wollt oder sonst was von Kreatin, dann checkt das Video hier oben aus. Da erfahrt ihr nochmal alles über Kreatin. Da gibt es auch eine kostenlose PDF-Datei. Und checkt meine Social Media Kanäle aus: Facebook, Instagram. Auf beiden gibt es tägliche Posts von mir, Videos, Bilder, alles, was ich gerade so mache, alles, was neu ansteht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.